Was ist Waldbaden? Waldbaden ist etwas, was eigentlich aus Japan kommt. Und zwar wird dort mittlerweile schon therapeutisch von Medizinern gestressten Menschen empfohlen, im Wald ganz bewusst langsam sich zu bewegen, die Bäume sich einzeln anzuschauen, auch mal einen Baum zu umarmen, so komisch das auch klingen mag. Und es ist erwiesenermaßen so, dass dieses bewusste sich aufhalten in einem Wald wirklich beruhigend auf das gesamte körperliche System wirkt. Es wirkt entspannend, erholend, reduziert den Stress, reduziert den Cortisolgehalt in deinem Körper. Jetzt kann aber nicht jeder Mensch täglich im Wald spazieren gehen. Das geht für viele Menschen gar nicht, da sie in einer Stadt wohnen. Oder auch wenn sie krank sind, können sie nicht raus. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, mit Hilfe von ätherischen Ölen sich da ein bisschen Wald nach Hause zu holen. Es gibt die Möglichkeit, Einzelöle zu verwenden, wie sibirische Tanne, Fichte, Latschenkiefer. Oder eben auch eine Mischung, wie es sie jetzt von Primavera gibt. Und die heißt auch Waldbaden. Ein Spaziergang im Wald ist nicht nur deswegen so erholsam und so gut, weil wir dort genügend Sauerstoff aufnehmen können. Es werden alle Sinne angesprochen. Also einmal geht es eben um den Sauerstoff, aber wir sehen auch das ganze Grün. Das ist total beruhigend für uns Menschen. Und wir nehmen die ätherischen Öle gerade der Nadelhölzer auf. Nicht nur über die Nase, sondern über die gesamte Haut. Diese ätherischen Öle, die haben eine Wirkung auf den kompletten Körper. Einmal natürlich auf dieser körperlichen Ebene, dass sie wirklich entzündungshemmend wirken, dass sie den Schleim lösen können, sie wirken immunstimulierend, schmerzstillend, fördern die Durchblutung. Aber sie sind auch sehr gut für die Seele, für die Psyche. Und das ist jetzt irgendwie kein Esokram, wo dann gesagt wird, ja, weil jetzt der Baum so schön gerade und in die Höhe strebt, fühlst du dich auch einfach seelisch besser und mittiger. Sondern da werden wirklich aufgrund der Bestandteile, die in diesen ätherischen Ölen drin sind, werden Hormone aktiviert, die für dein seelisches Gleichgewicht wichtig sind. Doch im Endeffekt ist das alles nur ganz schnöde Chemie oder Chemie, je nachdem, wo du wohnst und wie es ausgesprochen wird. Wir fangen mal von vorne an. Naturbelassene ätherische Öle sind sogenannte Vielstoffgemische. Sie sind also ganz komplexe Verbindungen und Zusammensetzungen mit teilweise mehreren hundert verschiedenen Wirkstoffen. Und all die zusammen machen also die Wirkung eines ätherischen Öls aus. Und teilweise kann es auch sein, dass ein ganz geringer Anteil nur von einem Inhaltsstoff dann wirklich entscheidend zu der Wirkung eines Öls beiträgt. Wenn dieser eine Bestandteil eben fehlen würde, wäre das Öl komplett anders. Du kannst im Labor problemlos Gerüche nachbauen, synthetische Gerüche. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber unser Körper merkt in den allermeisten Fällen ziemlich schnell, dass das ein synthetischer Duft ist und kein echter, reiner, natürlicher Duft. Viele Leute reagieren mit Kopfschmerzen oder sie haben das Gefühl, es entspricht nicht wirklich dem echten Duft. Wo viele Leute drauf reinfallen, das ist Vanille, weil wir in den allermeisten Fällen von Säuglingsalter an schon Vanillin gewöhnt sind. Aber jetzt gerade bei diesen Waldölen ist das ganz, ganz leicht auch zu unterscheiden. Ja, lasst uns doch einfach mal so ein bisschen genauer die einzelnen Öle und die einzelnen wichtigen Bestandteile betrachten. Da muss ich jetzt ein bisschen mit der Aussprache aufpassen. Das ist nicht so ganz einfach. Also es gibt Monoterpene, Monoterpenester, Monoterpenalkohole, Sesquiterpene, Sesquiterpenketone, Oxide und noch viel, viel mehr Bestandteile, die eben die Öle in ihrem Geruch und in ihrer Wirkweise ausmachen. Fangen wir an mit den Monoterpenen. Das sind reine Kohlenwasserstoffverbindungen und sie gelten eben als sehr konzentrationsfördernd, energiegebend.
Es sind unsere kleinsten Duftmoleküle, die wir haben. Wenn man ein Öl mit einem hohen Anteil an Monoterpen raustropft, dann ist es sehr dünnflüssig und der Geruch, der verfliegt auch sehr schnell. Die Monoterpene aktivieren Botenstoffe, wie zum Beispiel Noradrenalin oder Dopamin, und Dopamin macht uns ja auch glücklich. Sie unterstützen uns auch eben beim Durchatmen, sind immunstärkend und sind auch schleimlösend. Einige bekannte Öle mit einem hohen Monoterpengehalt möchte ich dir jetzt noch vorstellen. Da ist zum Beispiel die Latschenkiefer. Die kennen ganz viele von euch. Ich bin im Mittenwald eine ganze Zeit lang aufgewachsen und da ist dieser Baum ja auch sehr markant. Das ist ein recht niedriger Nadelbaum, der sich auch wirklich, ja, der ist teilweise sehr gebogen durch den Wind und den Schnee. Das Öl ist nicht sehr lange haltbar, ungefähr 2 Jahre. Und das hilft halt bei Bronchitis, Rheuma, Muskelkater. Und da kennen es auch ganz viele eben aus, so Ölmischungen, die man nach dem Sport oder beim Muskelkater danach eben dann nimmt. Es wirkt aber eben auch schleimlösend. Und für die Psyche ist es auch stärkend, anregend, es hilft bei Erschöpfungen und es verbessert die Luftqualität in einem Raum. Das heißt, du kannst eine schöne Duftmischung auch damit machen. Anderes sehr bekanntes Öl mit viel Monoterpen ist das Zirbelkieferöl. Ist noch weniger haltbar, also nur 1,5 Jahre. Das hilft einerseits bei Erkältungen, beim Rheuma, es vertieft die Atmung bei Erkältungen, es löst den Schleim. Und es ist ein stressreduzierendes Öl. Es verbessert den Schlafen. Da gibt es auch Untersuchungen dazu. Deswegen gibt es auch viele Schlafzimmer, die mit Zirbelkieferbetten ausgestattet sind oder eben diese Zirbelkiefer-Spankissen, die kennst du vielleicht. Und auch dieses Öl verbessert und reinigt die Raumluft. Der nächste wichtige Wirkstoff bei Waldölen sind diese Sesquiterpene und Sesquiterpenketone, schwieriges Wort. Die sind schwerer als die Monoterpene, sind weniger flüchtig, das heißt, sie bleiben auch länger, oder wir denken, wir können sie dann längere Zeit riechen. Sie haben entzündungshemmende Eigenschaften, das heißt, sie helfen auch bei Allergien, wie zum Beispiel Heuschnupfen. Sie stärken das Immunsystem und sind sehr hautfreundlich. Und in der psychischen Wirkung sind sie stärkend und beruhigend. Und hier gibt es vor allen Dingen ein Öl, das da ganz stark heraussticht, und das ist das Zedernöl. Und zwar entweder von der Atlaszeder, die hauptsächlich in Marokko oder auch in Südfrankreich, im Mittelmeerraum wächst, oder eben die Himalaya-Zeder. Alternativ, die zwei sind sich sehr, sehr ähnlich. Und beide werden auch sehr erfolgreich eben bei der Akuttherapie von Heuschnupfen eingesetzt. Da gibt es einige Rezepte zu finden, damit eben während der Heuschnupfenzeit der Schnupfen und die Augen darunter nicht so leiden. Da gibt es so ein paar Sprühkombinationen zum Beispiel. Aber sie helfen auch bei Husten, Schnupfen, bei einer Einreibung mit Öl oder auch bei unreiner Haut, bei Schuppen, bei juckender Haut. Also kann man auch sehr schön irgendwie, also kann man sehr schön in Mischungen mit einem neutralen Haarshampoo reintropfen, und das ist dann sehr gut für die Kopfhaut und eben gegen die Schuppen. Innerlich wirken sie stärkend, geben Kraft, sind beruhigend, und ich kann dieses Öl also absolut nur empfehlen. Und noch ein anderer kleiner Tipp: Zeder ist ein Duft, den ganz viele Insekten überhaupt nicht mögen, vor allem nicht die Motten. Also Zedernringe zum Beispiel von der echten Zeder, das sind so Holzscheiben, die helfen ganz gut gegen Motten, auch in Kombination mit Lavendel, aber eben auch das Zedernöl wird auch ganz gerne in Mischungen gegen Insekten eingesetzt. Als nächstes gehe ich mal ganz kurz auf die Monoterpen-Ester ein. Das sind die sogenannten Glücksmacher. Die beruhigen, besänftigen, sind sehr, sehr hautfreundlich, wirken krampflösend und auch entstauend. Und der Duft, der ist so leicht süßlich, also nicht so richtig würzig, sondern der ist schon süßlicher. Und da gibt es eben als sehr gutes Beispiel das ätherische Öl vom Lorbeerstrauch. Und zwar nicht vom Kirschlorbeer, sondern vom echten Lorbeer, von dem eben auch die Blätter in der Küche verwendet werden. Lorbeer hat ja wirklich einen ganz eigenen Geschmack. Und das wird eben auch
als ätherisches Öl verwendet, denn das ist auch sehr hilfreich bei Rheuma, bei Akne, grippalen Infekten. Es wirkt antibakteriell, hemmt Entzündungen und Schmerzen, wirkt schleimlösend und hat auch eine sehr lange Haltbarkeit, nämlich 4 Jahre. Also bei den, du hast gesehen, bei den Ölen, die einen hohen Monoterpenanteil haben, ist das weniger lang, denn die oxidieren sehr schnell mit dem Sauerstoff und sind dann nicht mehr gut. So, in der Psyche, da wirken sie unterstützend bei Krisen und auch bei, gegen Leistungsdruck. Sie stimmen, dieses ätherische Öl stimmt positiv, es fördert die Konzentration, ist auch ganz gut während so hormonellen Schwankungszeiten wie Pubertät oder dem Wochenbett. Ich habe am Anfang auch nicht gedacht, dass es so einen schönen Geruch hat. Ich hatte das eigentlich ganz anders mir vorgestellt und war wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Wer jetzt gar nicht so viel unterschiedliche Einzelöle kaufen möchte, der kann sich aber auch den Wald nach Hause holen mit der Duftmischung Waldspaziergang. Ich habe am Anfang vom Video gesagt, dieser Primavera-Duft würde Waldbaden heißen. Tut er nicht, er heißt Waldspaziergang. Und er ist eine Mischung eben aus Riesentanne, aus Fichte, ein bisschen Orange, aus Myrte und duftet sehr, sehr intensiv. Also man braucht überraschend wenig von diesem Duft. Ich nutze da wirklich teilweise nur 2 Tropfen für einen Raum von ungefähr 20 Quadratmetern in dem Duftbrunnen. Da, also das ist eine Duftmischung. Ich würde wirklich mit sehr, sehr wenig damit anfangen. Und man kann sich auch sehr schön selber ein Duftspray machen. Da gibt es ja auf unserem Blog bzw. hier bei YouTube auch schon ein anderes Video, wie du dir ein Raumspray selber mischen kannst. Wenn du jetzt aber noch viel mehr über Waldöle und Baumöle erfahren möchtest, dann kann ich dir dieses Buch von Anusati Tum und Maria Kettenring nur empfehlen. Waldmedizin. Das ist ganz toll und daraus habe ich ganz viele Informationen gezogen, denn es gibt noch so, so viel mehr an ganz tollen ätherischen Ölen. Douglasfichte, Zypresse, die Riesentanne, ich weiß nicht, also noch sehr, sehr viel mehr. Und es ist wieder so ein Buch, in dem kann man immer und immer wieder nachlesen. Ich kann es echt nur empfehlen und dir ans Herz legen. Aber ansonsten, wenn du die Möglichkeit hast, würde ich dir schon empfehlen, versuch täglich rauszugehen, dich irgendwie im Grünen aufzuhalten. Und wenn es kein Wald ist, dann vielleicht in einem Park in deiner Nähe. So, und jetzt gehe ich weiter mit meinem Hund, der kleinen alten Beagle-Dame hier hinten. Hör noch ein bisschen den Vögeln zu. Hör zwar leider auch die Autobahn im Hintergrund, aber trotzdem, ich habe es gut. Ich bin in 2 Minuten zu Fuß bei uns im Wald, im Kottenforst. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.